Von verschiedenen Leuten bin ich gefragt worden, was ich denn da immer für leckere Gerichte auf der Biedewind im Urlaub gekocht habe. Ja, und ich wurde ermuntert, doch mal ein kleines Video zu machen. Kochen für Segler. Naja, schauen wir mal. Also, meine Kochrezepte sind eigentlich immer recht einfach geraten und beruhen eigentlich auf zwei ziemlich klaren Tatsachen. Einmal, nach 7-8 Stunden Segeln bin ich gar gekocht und möchte einfach schnell was in die Pfanne und auf den Teller bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin nicht zu Hause, habe keinen Herd mit 4 Platten und noch einem Backofen und eine Mikrowelle und sonstiges Zutaten drumherum, sondern hier auf dem Boot ist eigentlich wenig vorhanden. Wenn man sich das mal anschaut, ich habe einen kleinen Herd, der hat 2 Flammen, ein Petroleumkocher, sehr effizient, hat sehr hohe Hitze, kocht schnell. Wenn ich die Platte runternehme, habe ich auch gleichzeitig eine Arbeitsplatte, die ich mir hier auf meinen kleinen Tisch legen kann. Auch in meinem Boot ist wenig Platz zur Verfügung. Und auch was ich so an Gerichten zubereiten kann, ist natürlich eingeschränkt, weil ich nur eingeschränkte Kühlmöglichkeiten habe. Ich habe hier eine kleine Kühlbox, 40 Jahre alt, da lässt sich nicht viel kalt stellen. 4 Bier sind immer drin. Was ich dann noch habe, ist irgendwie einen frischen Salat. Und wenn ich irgendwas mit Fleisch machen will, kaufe ich es meistens frisch. So, mit 2 Flammen kann ich eine Pfanne, da ist sie, und einen Topf maximal verwenden. Mehr ist sozusagen nicht möglich und darauf muss alles, was ich koche, beruhen. Ich habe immer gerne frischen Salat dazu. Das kann man natürlich sehr schön frisch einkaufen. Kann man auch begrenzt in meiner Kühlbox kühl halten. Da schnippel ich dann ein paar Tomaten, Pilze oder Knoblauch, je nachdem wie man es mag, hinein. Öl und Essig ist immer an Bord. Ich habe hier meine kleine Gewürzbar. Hier habe ich Öl und Essig immer hinten stehen. Hier sind meine Gewürze, Salz, Pfeffer, Paprika. Kräuter der Provence habe ich immer gerne mit dabei. Und das muss eigentlich ausreichen für alles, was ich so vorhabe. Jetzt gibt es verschiedene Grundvariationen, die ich machen kann. Das eine ist Beilage, Nudeln, Kartoffeln oder Reis. Nudeln geht immer recht schnell, braucht man nicht so viel Energie, 10 Minuten sind sie durch. Spaghetti ist ein bisschen schwierig in so einem kleinen Topf. Auch auf dem Brot ein bisschen blöd, wenn hier überall Spaghetti rumfliegen, also gibt es Spaghettis. Oder aber Kartoffeln. Ich bin ja dieses Jahr in die schwedischen Schären gesegelt und auch über die Insel Samsö. Und da die kleinen Kartoffeln sind eigentlich dicht, also die Kartoffeln einfach noch kochen mit Schale. Und anschließend mit Butter und Salz essen, das ist allein schon Menü, die schmecken super. Und genauso kann man das mit unseren Frühkartoffeln, die man überall erhält, natürlich auch machen. Lassen sich gut lagern und dann einfach mit Butter und Schale essen. Kann man sich gut dran gewöhnen und schmeckt. Ich bin auch faul, ich habe keine Lust, ja, wenn ich 10 Stunden gesegelt habe, noch anzufangen, Kartoffeln zu schälen. Nee, das ist nicht drin. Gut, und dann dazu irgendwas Kurzgebratenes. Wenn ich frisches Fleisch habe, entweder ein kleines Hacksteak oder ein Kotelett. Wenn man Vegetarier ist, macht man sich sowieso einen leckeren Salat. Falls man ankert und hat keinen Zugriff auf frische Sachen, habe ich immer ein paar Dosen Thunfisch an Bord. Man kann auch mit Thunfisch lecker was machen. Thunfischsalat oder Thunfisch irgendwie mit anbraten. Zwiebeln, Paprika sind auch immer da. So, das sind meine Zutaten, darauf beruht alles. Und natürlich, bei mir gehört immer ein Glas Rotwein dazu beim Kochen. Manchmal kommt auch was an die Soße. Jetzt fangen wir einfach mal an. Los geht's. Heute will ich mir Hacksteak machen mit Kartoffeln und dazu einen frischen Salat. Für den Salat habe ich hier noch ein paar kleine Tomaten, ein bisschen Knofi mache ich mit dran. Die Kartoffeln kommen gleich als erstes in den Topf, weil die brauchen am längsten. Und dazu will ich einen Salat machen. Ja, und beim Segeln ist das auch wieder so eine Sache, wenn ich nicht mir einen großen Salatkopf machen will, dann habe ich es nur aus einem Geschmack, also kaufe ich mir häufig die Fertigtüten, die zwar etwas verpönt sind, aber für mich als Segler total praktisch, weil ich sie gut lagern kann in meiner Kühlbox. Nichts fliegt durcheinander, solange die noch zu sind. Und die gibt es auch in kleinen 100-Gramm-Packungen, sodass die für eine Person geeignet sind. Ich bin ja meistens Single-Handed-Solo-Segler. Da kann ich nicht mit großen Familienpackungen was anfangen. Okay, also auf geht's, die Kartoffeln kochen. Da ich jetzt im Hafen bin und Landstrom habe, mache ich das Wasser erstmal vorweg heiß mit Strom und dann anschließend geht's mit meinem kleinen Petroleumkocher weiter, den wir dann auch mal in Aktion sehen werden. Mein Petroleumofen muss ja immer erstmal vorgeheizt werden, darum pumpe ich da erstmal ein bisschen Gas rein. Ja,
Vorglüher. Der muss jetzt eine Minute laufen, damit die Düsen heiß werden. Anschließend kommt die echte Kochflamme erst in Gang. Das Kartoffelwasser habe ich in meinem Elektrokocher schon mal vorbereitet. Das ist soweit fertig. Hier habe ich eine Handvoll Kartoffeln, je nach Hunger und wie viele Personen anwesend sind. So, dann fangen die Kartoffeln schon mal nicht bei Null an, sondern haben schon mal ein bisschen heißes Wasser. So, jetzt schauen wir mal, ob der Ofen schon soweit fertig ist. Und starten mit normaler Flamme. Ja, so. Jetzt ist das ein ganz normaler Petroleumkocher. Riecht nicht nach Spiritus, dafür halt nach Petroleum. Hier sieht man hier unten eine schöne, stabile Flamme mit sehr hohem Heizwert. Der Kochpot lässt sich einregeln. Die Stärke der Flamme. Und man ist überrascht, wie schnell das Wasser zum Kochen kommt, weil da wirklich richtig Kavum und Heizwert hinter ist. So, während die Kartoffeln jetzt gleich anfangen zu kochen und eine ganze Weile brauchen, kann ich jetzt hier in Ruhe anfangen zu schnippeln, meinen Salat fertig zu machen, ein bisschen Knofi und Tomaten klar machen und anschließend kommt die Bratpfanne, dann wird die andere Flamme gezündet und die Hacksteaks werden angebraten und vielleicht mache ich da auch noch ein paar Zwiebelringe mit dran. Das schmeckt immer auch ganz gut. So, das ging schon mal ratzfatz. Die Kartoffeln kochen schon, das ging schnell. Die brauchen jetzt natürlich eine Weile. Und währenddessen fange ich an zu schnippeln. So, die Zutaten sind fertig. Zwiebeln, Knofi, Tomaten sind geschnippelt. Hier habe ich meinen Salat in einen kleinen Topf getan. Teil der Tomaten kommen mit an den Salat, damit das noch ein bisschen was Farbenfrohes aussieht. Bei mir heißt es immer, das Auge ist mit. Diesen Bedingungen kann man zaubern. Und natürlich, das Glas Wein ist schon da. Das Gold ist heiß. Jetzt kommen erstmal die Hacksteaks rein. Leider gibt es da keine Einzelpackung. Also esse ich zwei und opfer mich auf. Aber ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Anschließend, nachdem die eine Weile durch sind, kommen Zwiebeln und Tomaten noch mit dazu, damit ich ein bisschen Soße habe. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was es dann geworden ist. Ja, und dann klopfte ein Segelkamerad an den Bugkorb, wollte wissen, wie der Schwedenurlaub gelaufen ist und brachte mein kleines Kochvideokonzept ein wenig durcheinander. So, Essen fertig, Salat, Kartoffeln, meine kleinen Beefsteaks mit angerösteten Zwiebeln und Tomaten. Da kommt jetzt noch ein bisschen Soße dran und ein paar Sonnenblumenkerne. Habe ich auch noch von der Segeltour übrig. Bin ja gestern erst wiedergekommen. Schauen wir mal. So, schon ist ein kleines Einmannessen gezaubert. Und statt Butter nehme ich Margarine, weil alles andere lässt sich schlecht im Boot im Kühlschrank halten. Innerhalb von nur 20 Minuten war mit wenigen Mitteln ein leckeres Essen fertiggestellt. Tja, was soll ich sagen? Essen alle, ich voll. Lecker war's. Hier nochmal die Liste der Zutaten für dieses schnelle, einfache und dennoch leckere Seglergericht. Sollte dir dieses Kochvideo gefallen haben, lass es mich wissen. Ich bin offen für Anregungen und Kommentare und natürlich auch für Likes. Je mehr positive Kommentare und Likes ich bekomme, desto eher fühle ich mich herausgefordert, weitere Kochvideos online zu stellen. Ein paar habe ich noch im Hinterkopf.